Hey, ja, ihr Sternschnuppen, willkommen zurück zu Freelancer, zur Fortsetzung des Spiels. Weil beim letzten Mal, ja, auf Basis auf der anderen Seite des Gesetzes waren und deswegen die Gelegenheit genutzt haben, um ein paar, ja, ich sag mal, illegale Basen aufzusuchen und den Rest von Kusari zu erkunden. Also ich kenne jetzt alles, was es in Kusari zu wissen gibt in Sachen Stationen. Und ja, sind jetzt im Ainu-Depot im Hokkaido-System und müssen entsprechend zurück zu den Blutdrachen. Ja, wir haben eine kleine Tour gehabt, haben ja Waffen unser Schiff aufrüsten können, komplett jetzt mit Level 6 Waffen und Schild. Und ja, sind jetzt hier im Ainu-Depot der Goldenen See, haben unter anderem Blutdrachen vorher getötet, weil die Hokkosha feindlich sind zu den Blutdrachen und die haben dann eine Mission gehabt für uns, wo wir Blutdrachen töten. Naja, aber wir können dann da noch landen bei denen, also können den Ruf noch ein bisschen mehr verbessern jetzt sogar, weil wir jetzt hier eine Mission machen können für die goldenen Chrysantheme, die ja verbündet sind mit den Blutdrachen. So, einmal gehen wir in den Nachrichten. Alle Nachrichten, die Sie wissen müssen. Hier ist der Colony News Service. Natürlich nichts Neues für alle Leute, die letzte Folge halt gesehen haben. Reinhard greift jetzt an. Also Kriegserklärung, nachdem er vorher erzählt hat, er will Frieden. Und Liberty Sponderill wurde ermordet, womöglich. Also verschwunden zumindest. Wie alles hier verschwindet. Ansonsten gibt es hier nichts Neues. Okay, reden wir mit ihm hier, mit RBT 116. Ich habe sie in meinen Dateien. Ich bin Trent. Es ist immer schön, wenn Kunden wiederkommen, Mr. Trent. Danke. Was gibt's als nächstes? Ihr Ruf ist ramponiert. Ich könnte ihn diskret wiederherstellen. Okay. Kann ich Details hören? Sie können einen besseren Ruf bei den Blutdrachen brauchen. Für 23.500 Credits kann ich mich einhacken und die Rakt ändern. Das dürfte helfen. Natürlich werden Sie dann bei den Kusari Marinestreitkräften, der Kusari Staatspolizei und die Space Engineering weniger beliebt. Was meinen Sie? Die Space Engineering, warum denn die? Sind das die, die für das Tor verantwortlich sind? Nach, Shugoku? Wahrscheinlich, ne? Auf jeden Fall, ja, wir haben eine bessere Idee, statt Geld zu bezahlen, Ruf zu verbessern. Um uns verdienen wir Geld und steigern damit unseren Ruf. Keine Chance. Sorry, bin nicht interessiert. Schönen Tag noch. Wechsel in Standby-Modus. Ist also noch besser. Man kriegt zwar Geld dafür, dass man den Ruf verbessert. Reden wir mit, wem reden wir denn? Mit ihr hier? Können wir mit ihr reden, aber reden wir mit den anderen beiden erstmal. Hiromi Enduo. Ich glaube, wir kennen uns schon. Ich bin Trent. Ach, natürlich. Gut, Sie wiederzusehen, Mr. Trent. Tausend Dank. Ist irgendwas los? Sorry, vielleicht ein andermal. Ich habe momentan nichts. Nichts los hier? Oh, und können wir mit ihr auch reden. Etsuko Tanaka. Trent, gute Arbeit beim letzten Mal. Schön, Sie hier zu sehen. Was gibt's Neues, wo ich gerade da bin? Schauen Sie später wieder rein. Ich hab nichts. Da wirklich nichts los hier, wundert mich. Kazuko Hara. Wir kennen uns doch, oder? Ja, ich bin Trent. Ich erinnere mich an Sie. Gut, Sie wiederzusehen, Mr. Trent. Zurück zur Quelle. Also, was haben Sie für mich? Ich bräuchte da tatsächlich jemanden für einen Job. Gefährlich? Ah ja, ist nicht ganz einfach. 14.000 Credits. Offenbar wurde soeben eine neue Einrichtung der Kusari Staatspolizei identifiziert. Nun ja, wenigstens der Teil einer Einrichtung. Selbst wenn es sich nur um Waffenplattform handelt. Wir sind ein wenig besorgt. Wir werden Ihnen 14.000 Credits zahlen, wenn Sie dieses Problem für uns aus der Welt schaffen. Fliegen Sie sofort in die Schiedenwolke und machen Sie sich an die Arbeit. Sie können da draußen nach Belieben aufräumen, aber wir zahlen nur für den eigentlichen Auftrag. Bei diesem Einsatz haben Sie keine Verstärkung. Vergesst Sie nicht, Sie arbeiten allein. Also Vorsicht. Ja, trotzdem machen wir das, ne? Abgemacht. Wunderbar, Sie werden es nicht bereuen. Ja, hoffe du auch nicht. Und ich will das hoffentlich auch, also... Ja, würde mal sagen, machen wir die anderen platt, die Waffenplattform. Einmal die Jäger wegräumen und dann können wir uns um die Waffenplattform kümmern, würde ich sagen. Drachen-Botan 7-5, hier Ainu, alles klar für den Start. Viel Glück da draußen. Ja, danke, danke. Der Einsatzwegpunkt wurde in Ihre NAV-Karte hochgeladen. Dort finden Sie weitere Anweisungen. Ach, immer noch keine Frau mit einer süßen Stimme, die mir was aufflüstert. Na, stattdessen ein unrepräsentierter Typ. Und das für die Frauenpartei hier im Spiel.
die Matriarchat erstellen wollen. Ne? Dafür haben sie nicht mal. Dafür haben sie nicht mal eine Frau abgestellt. Ne? Dafür sind die Männer noch gut genug, ne? Als Ermittler zu arbeiten. Oh. Als Kommunikationsoffizier zu arbeiten. Naja. So ist das leider. Okay, gucken wir uns, wie wir uns schlagen werden hier. Hoffentlich überleben wir das. Wäre natürlich sonst nicht blöd. Sie kommen näher. Sie sollten die Anlage bald sehen können, falls Sie das nicht schon tun. In der Brühe siehst du gar nichts, mein Lieber. Doch, man hat doch tatsächlich. Da war der Blitz gut. Wetterleuchten, passenderweise. So. Sie sind in Reichweite. Denken Sie daran, wir haben alles markiert, was Sie ausschalten müssen. Sie sind tot. Unsere Basis bekommen Sie nicht. Hallo Ratte, ey. Ob eine Rattenwaffe. Ich hab die richtigen Waffen, Rattenwaffen für Ratten. Da. Den ganzen wendig hier, hä? Na, kleine Ratte. Und auch, muss auch ein bisschen aufpassen. Bist du da, mein Lieber? Wo bist du denn da? Na, komm her. Von den nächsten. Oh, das muss doch mal machen. Wo seid ihr denn? Okay, einen weniger. Ah, müssen aufpassen hier. Ah, bleibt da stehen. Also weg. Okay. Oh, der ist weg. Haben wir noch zwei. Jetzt trifft ihn nicht. Sehr gut. Okay, sollten wir hinkriegen. Sieht bisher ganz gut aus. Ja, ist der letzte. Denke ich zumindest. Was man hier ganz will, hat der letzte. Meine ich natürlich. Nee, komm noch drei weitere. Lass das. Das mag ich nicht so. Wenn man minimal entgegen hier. Ja, bringt leider nicht so viel. Na, der wurde ordentlich betätigt jetzt. Bei dem Vorbeiflug. Da haben wir ordentlich eine Rufsteigerung bei dem Blutdrachen. Das war's so. Da bist du, ne? Da bist du. Das ist der letzte. Das war's. So schnell bauen die das nicht wieder auf. Jetzt aber weg, da ihr weitere Gegner eintreffen. Einsatzkommission Ende. Okay, verschwinden wir mal. Okay, wir sind mit dem Move. Wir haben was gebracht. Naja, leider immer noch nicht wieder grün geworden, aber egal. Die Polizei mag uns auf jeden Fall überhaupt nicht mehr. Natürlich würde ich so behaupten. Die Minen wollte ich eigentlich austauschen. Aber vielleicht können wir das im Sugoku-System machen. Ja, haben das doch gut hingekriegt.
Das freut mich. So, wenn wir mal wieder mal dahin kommen. War jetzt quasi auch relativ wichtig, hier relativ wenig Hüllenschaden zu erleiden. Also Rumpfschaden meine ich natürlich. Weil, ja, wegen dem Rumpfschaden, den man hier eh erhält im System, wenn man dahin fliegt. Wegen der Kyofo, die es hier so gibt. Genau. Da sollte gleich was passieren. Ja, das. Jetzt haben wir am besten auch keinen Gegnerkontakt. Hier würde ich auch ungern jemanden an Piraten angreifen. Polizei angreifen, meine ich. Weil es wäre ein bisschen blöd, wenn der Rumpf beschädigt wird dabei. Ohne dass du überhaupt einen Treffer kassierst. Aber die KI hat, glaube ich, auch dasselbe Problem. Ich glaube, die kriegt auch einen Rumpfschaden. Hier an der Stelle, wenn die Mann hier die sieht. Ist das die Matsumoto? Da hinten, wie sieht man die? Das würde ich so als Grafikbug bezeichnen. Dass man durch die Wolke die sehen kann, ist ja eigentlich nicht so der Sinn der Sache. Aber egal. Egal. Ja gut, Strahlungsalarm ist hier nicht mehr so wichtig, da wir den Nebel jetzt haben, der andere Effekte hat. Er schützt noch ein bisschen davor. So. Es gibt nämlich auch einen Nebel, den noch rumfahren haben, müsste eigentlich hier allgemein gelten. Selbst halt auch, haben sie auch nicht so eingestellt. Ich glaube, man kann nur eine Sache, man kann einfach nur reduzierte Sensorreichweite haben oder Rumpfschaden oder Schildschaden. Ich glaube, alles gleichzeitig gibt es gar nicht, aber gefährliches Halbwissen, wer weiß, was per Mods alles möglich ist, kann halt auch sein, ne? So, Sokoko, Sprungloch, hab die Post. So. Okay. Mal wieder ein Zuckerkur. Okay. Na, hier ist noch. Hier ist das Wetter ja noch schlimmer. Sag ich mal ehrlich, ist das Wetter ja noch schlimmer. Hier ist ja. Ja. Gewitter. Gruselige Soundkulisse mit Donner. Irgendwie ist das auch ganz cool, irgendwie, ne? So, hier ist auch nichts los. An Feinden. Nur Blutdrachen. Zu dem wir ja auch gehören. Okay. Was wäre jetzt so stark? Okay. Ich glaube, diese Basis ist ja ganz kuschelig, glaube ich, bestimmt. Bei so schlechtem Wetter draußen sind wir auch lieber drin. Ja, wunderbar, sind hier angekommen, Heile. Das freut mich immer. Reparatur durchführen, damit wir ja fit sind. So. Okay, 5000, ey. Uiuiui. Haben wir nur wieder was gesammelt? Toyonari Hida. Okay, Toyonari Hida. Ich habe hier, glaube ich, wieder was für dich, und zwar Waffen. Scamlas 2 ist Stufe 6, oder Klasse 6, 4.0, 131,65. 58,59. Ist schlechter.
Können wir die verkaufen? Brauchen wir nämlich entsprechend noch nicht. Die behalten wir mal für alle Fälle. Was haben die hier noch im Angebot? Flashpoint 8.33. Könnte man natürlich überlegen, ab wann ich hier eine 4er reinsetzen würde. Haben die das überhaupt hier? Ich glaube, die Idee ist schon vorbei, ne? Die Idee. Ja, nee, haben wir nicht mehr. Haben wir gar nicht mehr die Gelegenheit. Das wäre noch die Idee gewesen, wie ursprünglich im Spiel, wie ich hatte, von den zwei Hauptwaffen und dann hab mittlerweile total umgestellt. Mittlerweile ist das eher andersrum. Mittlerweile habe ich hier so Sekundärwaffen, die halt ganz schnell sind und Hauptwaffen, die dann langsam sind. Und zwar von Anzahl halt vertauscht. Ja, hab jetzt übrigens hier vier Hauptwaffen und zwei Nebenwaffen sinngemäß. Das war eigentlich ursprünglich mal anders gedacht. Eigentlich sollte das ja dann die Slots sein für die stärkeren Waffen, also 4.0 oder 3.03 oder 2.0. Und wir haben jetzt hier die 8.33er. Aber ich glaube, die haben ja gar nichts Besseres, ne? Gut. Selbst die ist sogar schlechter als die. Ja, guck mal an, die Flashpoint ist sogar das 6, aber schlechter. Dann haben wir noch die Wakizashi. 52, 26. Ist auch nicht wirklich besser, muss man echt sagen. Also hat natürlich höhere Reichweite, aber dann haben wir noch das Katana, was wir nicht nehmen können. Das wäre besser gewesen. Und die Gen 3 Tor natürlich ebenfalls, aber können wir uns nicht. Können wir halt nicht auch bauen auf unserer Kiste, ne? Ja. Kein Geschützturm brauchen wir gar nicht. Dieser Geschützturm Tanto. Katana. Ich wollte ja noch umtauschen. Was wollen wir denn? Die Driller? Driller, ne? Ich wollte die Driller, glaube ich, nehmen. Die Driller wollte ich nehmen. Wir kaufen uns die Driller. Da kaufen wir ein bisschen mehr von. Den Frachtraum geladen. Ja, Starmnuller ist die Starkiller nur, das ist halt so. Prinzipdüsen. Bild ist maximal. Sieht ganz gut aus. Das heißt, wenn man gut aufrüstet. Wir haben jede Menge Waren an Bord, wenn ich noch richtig gesehen habe. Von der, da will sich also Shomai Asahi freuen, dass er uns hat hier. Essensration, na, die fehlen im Arm verhungern hier. Da kriegen wir richtig gute Preise. Ja, gut, verhältnismäßig gute Preise. Wobei, ist gar nicht viel besser als bei hier Matsumoto. Interessanterweise. Ein Depot hätten wir es gut verkaufen können. Die verkaufen es auch. Ja, seltsamerweise. Naja, Sauerstoff brauchen die hier nicht, wie es aussieht. Aber in so Asteroiden brauchen die nicht Sauerstoff. Da muss doch irgendwie doch Luftaustausch stattfinden, oder nicht? Meiner Meinung nach. Und Schrott, na gut, den kann man vielleicht benutzen für den Schiffshändler. Naja, gut, dann würde ich sagen, ja, mein Lieber. Ich bin froh, dass Sie da sind. Ich habe Neuigkeiten. Gouverneur Tekagi lebt leider tatsächlich noch. Er hat seinen Palast wohl heimlich verlassen und die Artefakte in seinen stark befestigten Schlupfwinkel gebracht. Einen abgelegenen Planetoiden. Aber ich habe einen Plan, durch den wir beide bekommen, was wir wollen. Sollen wir? Okay. Ziel. Greifen Sie die befestigte Basis Tekagis im Tohoku-System an. Sie müssen in die Basis eindringen und den Proteusband von Tekagi stehlen. Schwierigkeitsgrad? Tekagis Festung ist gut bewacht. Es wird nicht einfach sein, in den Komplex einzudringen. Vergütung? Der Proteusband. Deswegen sind sie überhaupt nach Kusari gekommen. Ja, aber ich bin Freelancer und will ein Geld verdienen. Nein. Ich bin nicht bereit, mich jetzt schon Tekagi zu stellen. Ich bin enttäuscht, das zu hören. Ich hätte mehr von Ihnen erwartet. Mehr von mir erwartet. Ja, bietest du Geld? Wenn du mir Geld bietest, mache ich alles für dich. Aber Leute sind hier so geizig, ey. Ne, ehrlich. Es war schrecklich, Oso zu sagen, dass ich für diesen Einsatz noch nicht bereit bin. Ich glaube, er ist enttäuscht von mir. Ich weiß nicht warum, aber sein Respekt ist mir wichtig. Gute Vorbereitung ist ebenfalls wichtig. Ich kann die Blutdrachen nicht hängen lassen. Ja. Inno mit Umakai Marusa. Schön, Sie gesund zu sehen, Trent. Zurück zur Quelle. Also, was haben Sie für mich? Ich könnte Ihren Ruf manipulieren. Das kostet aber was. Nur zu. Was ein Ruf? Achso, für eine kleine Spende von 9400 Credits könnt ihr ein gutes Wort für sie beim Rest der Blutdrachen einlegen. Ihr sollt nur wissen, dass Gruppen wie die Kusari Marinestreitkräfte, die Kusari Staatspolizei und die Space Engineering diese kleine Transaktion missbilligen könnten.
Wie sieht es aus? Ja, das ist ja wirklich fast die Summe, die wir jetzt eben durch die Mission verdient haben, ne? Also die ist weniger. Ungefähr nicht ganz, aber ein bisschen haben wir davon abgenommen. Die Hälfte davon ist weg von dem Geld, was wir ursprünglich haben wollten. Sorry, kein Geschäft. Ihr Pech, Mr. Trent. So, Naoki, Shimizu, Suji, Matsumoto, der kann sich doch als Agent gut einschleichen in dem Schlachtschiff. Und die haben alle nur Missionen für uns. Aber wir reden mit allen, aber müssen alle ablehnen. So ist das leider. Naoko Shimizu. Ah, wirklich schön, Sie wiederzusehen, Trent. Gleichfalls. Haben Sie was? Ich habe wirklich Arbeit für Sie, wenn Sie interessiert sind. Ist das gefährlich? Ja, aber ich vertraue Ihnen. Ich habe ja den Zwang, hier mit jedem zu reden, ist halt so in dem Spiel. Auch wenn wir wissen, was da. Da können wir jetzt nur sehen, was uns entgeht in Sachen Geld. 10.500 Quell zum Beispiel hier. Aus dem System hören wir, dass dort unerwünschte Gäste anwesend sind. Diesmal handelt es sich um die Husari Marine-Streitkräfte. Wir brauchen jemanden, der dort aufräumt. Und zwar schnell. Sobald sie im Zielgebiet sind, werden einige unserer Schiffe zu ihnen stoßen und sie absichern. Nein, danke. Nicht mit mir, sorry. Beim nächsten Mal, Mr. Trent. Ja, vielleicht. Mal gucken. Juji Matsumoto. Schön, dass Sie zurück sind, Trent. Gut, Sie wiederzusehen. Ja, klasse. Haben Sie was für mich? Zufällig brauche ich einen guten Mann für einen Job. Riskant? Ja, das wird knifflig. Die Zahlen sind gar nicht so gut, ne? Muss man sagen. Wie in einem Ainu-Depot. Wir haben Nachrichten aus dem System. Es scheint da draußen ein Problem zu geben. Es scheint, die Kusare Marine-Streitkräfte sind zu weit gegangen. Zeit für eine gründliche Lektion. Bei ihrer Ankunft wird jedenfalls eine Gruppe unserer Schiffe zu ihnen stoßen, die ihnen Deckung geben sollen. Immerhin. Nicht ganz alleine. Ich glaube, davon lasse ich lieber die Finger. Das war nicht gut, Trent. Bis nächstes Mal. Ach, ihr kriegt das schon alleine hin. Ihr kennt das doch. Reiko Abe. Wirklich schön, Sie wiederzusehen, Trent. Tausend Dank. Ist irgendwas los? Naja, ich brauche jemanden, der einen Job für mich erledigt. Ist das gefährlich? Könnte haarig werden, aber ich baue auf Sie. 9.500 nur, wird immer weniger. Wir haben Nachrichten aus dem System. Es scheint da draußen ein Problem zu geben. Es scheint, die Kusari Marine-Streitkräfte sind zu weit gegangen. Zeit für eine gründliche Lektion. Bei ihrer Ankunft wird jedenfalls eine Gruppe unserer Schiffe zu ihnen stoßen, die ihnen Deckung geben sollen. Das könnt ihr doch alleine machen. Keine Chance. Sorry, bin nicht interessiert. Wir sehen uns, Mr. Trent. Die brauchen mich doch nicht. Naja, reden wir mit ihm her. Angebot ablehnen, hm? Trent, ich bin überrascht, Sie wiederzusehen. Das sollte es nicht. Haben Sie es sich anders überlegt? Ja, klar. Wir haben festgestellt, es gibt hier eh nicht so viel Geld, also können wir auch diese Mission machen. Okay, dann los. Weiß Juni schon davon? Das ist allein unsere Sache, Mr. Trent. Verstehe. Los, wir haben keine Zeit zu verlieren. Mein Angriffsgeschwader ist bereit. Wir sprechen unterwegs. Na denn? Okay. Dann würde sagen, wir können loslegen. Wir sind hier ausgerüstet, haben alles bereit. Natürlich müssen wir noch ein Logbuch lesen. Na klar. Großartig! Wir müssen in diese gut bewachte Festung, um eine Schriftrolle zu bergen. Normalerweise wäre ich besorgt, aber die Blutdrachen haben etwas an sich, das einen Mut gibt, es zu versuchen. Und wenn nicht für sich selbst, dann für alle anderen. Vielleicht verändere ich mich ja durch die letzten anstrengenden Wochen. Vielleicht ist es auch nur die allgemeine Entschlossenheit hier. Ja, würde man sagen, wir lassen uns anstecken und legen los. So. Okay. Ja. Los geht's. Lachen, Bhutan, 7-5. Hier in Kyoto. Alles klar für den Start. Viel Glück da draußen. Mr. Trent, meine Informanten melden, dass Tekagi seine Festung bald verlässt. Wir haben wenig Zeit. Tekagis Bogen ist nur ein System von hier entfernt, in Tohoku. Die Blutdrachen haben vor über 20 Jahren ein Sprungloch dorthin entdeckt. Ich lade die Koordinaten hoch. Okay, Tokusprungloch, wo ist das? Aha. Das ist direkt neben dem Sigma 13 Sprungloch. Da müssen sie das Feuer entdeckt haben, oder? Sind die erst vor 20 Jahren hierher gekommen? Direkt daneben. Trent,
Ich hörte, sie brechen auf. Was ist los? Wir versuchen, den Proteus-Band zu bekommen, Junko. Wir fliegen zu Tekagis Bogen. Nein, das ist Selbstmord. Der Bogen ist zu gut verteidigt. Das ist unsere letzte Chance, Junko. Tekagi bricht nach Rheinland auf. Es muss einen anderen Weg geben. Wir haben beschlossen, Tekagis Basis mit voller Stärke anzugreifen. Wir finden den Band und töten Tekagi. Wünschen Sie uns Glück. Osu Ende. Lasst euch aber nicht töten. Hab ich nicht vor. Wir nähern uns jetzt dem Loch. Es bringt uns ganz nahe zu seiner Basis. Da ist es, Mr. Trent. Los, springen Sie. Ein Jägergeschwader wartet auf der anderen Seite. Okay. Andocken. Dann machen wir das mal. Also ich hab keinen Bock zu sterben, muss ich sagen. Deswegen lassen wir es lieber, ne? Wer ist jetzt mehr schon vorbei? Bericht. Eine Menge Aktivität in diesem System, Lieutenant. Tekagi hat die Patrouillen in den letzten Stunden drastisch erhöht. Fast so, als würde er einen Angriff erwarten. Wir fliegen zu einem nahen Außenposten der Blutdrachen. Ich lade die Koordinaten hoch. Wir haben die Koordinaten von Tekagis Basis hochgeladen. Mr. Trent, Sie übernehmen die Führung. Wir folgen Ihnen. Okay. Basis Ryoko. Aha. Information gibt es hier eine Basis hier sogar. Wir müssen vorsichtig sein. In dem System wimmelt es von versteckten Verteidigungsanlagen und Patrouillen. Bisher keine Kontakte. Vielleicht haben wir Glück. Außenposten Ryuko, Ihr Lieutenant Osu. Lieutenant, wir haben Ihre Mission mitverfolgt und sind bereit. Unsere Streitkräfte stehen zu Ihrer Verfügung. Das Langstreckenradar zeigt, dass sich eine große Anzahl von Schiffen in der Nähe des Bogens versammelt hat. Offenbar verlässt Tekagi seine Festung. Falls Tekagi entkommt, haben wir keine Chance mehr, den Band zu bekommen und den Dämon zu töten. Wir müssen uns beeilen. Wir laden die Koordinaten des Bogens in Ihr Neuralnetz hoch. Lang leben die Drachen. Drachen 2, Sie kennen seine Verteidigung. Was ist unsere beste Option? Der Andockport des Bogens ist von einem undurchdringlichen Energieschild umgeben. Vier kleine Energiekammern versorgen diesen Schirm. Um in die Basis zu gelangen, müssen diese Generatoren zerstört werden. Wir versuchen, seine Streitmacht von der Basis wegzulocken. Okay. Sind ganz schön zahlreich, würde ich sagen. Na dann. Ich empfange mehrere Kontakte. Ach, das heißt, wir müssen diese Schiffe zerstören. Angreifen. Oh, ganz viele. Die haben auch ganz viele dabei, hä? Ja, klar, mich wieder zuerst, ne? Ja, aber ja, für mich sonst. Nee. Weg. Ja, wir müssen aufpassen. Nee, hier war es zu viel Schaden der Leiden hier. Und die haben wir gut getroffen. Ja. Ah, wieder fast so viel Schaden erlitten, ey. Aber den haben wir erledigt. Von uns erwischt hat. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Auf geht's. Okay. Wir haben ohne Schaden überlebt. Das ist gut. So, was haben wir hier Schönes? Mr. Trent, das ist der Tohoku Planetenbogen. Einst ein Wunder des Kusari-Genies, heute eine Festung von Täuschung und Verrat. Drachen, weiter zum Ziel. Ich empfange mehrere Kontakte. Wir müssen diese Schiffe zerstören. Angreifen. Wir müssen hier ran, glaube ich. Wir müssen da dran. Verdammt, Lieutenant Osu, legen Sie los. Wir haben
haben noch ein Schiff verloren. Uso, Sie müssen jetzt in den Bogen. Wir können Sie nicht aufhalten. Die schießen uns wie die Fliegen ab. Uso, Eile ist geboten. Hier Drachen 1, bereit zur Unterstützung. Drachen 1, wir müssen die Korvetten unbedingt zerstören. Verstanden. Lang leben die Blutdrachen. Drachen, angreifen! Wir haben den ersten. Okay. Aber muss aufpassen hier. Oh ja, der Sachse ist irgendwie übel. Der zweite. Ja, wir müssen aufpassen hier. Okay. Einer ist nur da. Wir können ihrer Feuerkraft nicht mehr lang widerstehen. Tempo! Wir beeilen uns, ja. Ich beeil mich, ja. Ich mach, was ich kann. Eile tötet! Dann direkt landen da. Glauben Sie, Tegagi ist fort? Das werden wir bald wissen. Einfach auf alles ballern. Hätte ich auch gekonnt. Manchmal sind die einfachsten Lösungen die besten. Der Band? Da. Der Proteus-Band. Jetzt zu Tekagi. Glauben Sie, das wird so einfach? Sie sagten doch, die einfachsten Lösungen. Nervengas. Verschlossen. Nicht mehr lang. Treten Sie zurück. Atemberaubend, nicht wahr? Einfach einzigartig. Diesem sehr ähnlich. Sie und Ihr Freund von den Blutdrachen sind in mein Heim eingedrungen. Haben meine Diener getötet, um den Proteus-Band und mein Leben zu rauben. Wieso? Wieso? Na, na. Behalten Sie Platz. Wir wollen doch nicht, dass Ihnen etwas zustößt. Nicht, ehe wir miteinander geredet haben, Mr. Trent. Gehen Sie. Tja, was hindert mich daran, Sie sofort zu töten und den Band zu nehmen? Ich glaube, ich kann es mit Ihnen beiden aufnehmen. Andererseits... sollte ich vielleicht für Chancengleichheit sorgen? Uso! Wissen Sie eigentlich, Mr. Trent, mit wem Sie es zu tun haben?
Die werden mir alles erzählen, was ich wissen will. Über den Mann, den Orden, einfach alles. Oh, was ist denn da mit, das ist mit Hikagi, was, der hatte glühende Augen. Oh. Ah, aber wir wurden ja unterstützt. Unser Kopfhörer, der konnte zum Glück noch den Zünder betätigen. Und ja, wir wurden gerettet von Fürst Hakera. Der hat sich doch entschieden einzugreifen. Sie müssen Juni den Protoss-Band zurückbringen. Fliegen Sie so schnell wie möglich mit Fürst Hakera zurück zur Basis Kyoto. Fähigkeitsgrad. Jetzt, wo Tekage tot ist und seine Streitkräfte geschlagen sind, ist die Flucht sicher einfacher. Sie sollten eigentlich nur sporadisch auf leichten Widerstand stoßen. Vergütung? Der Protoss-Band. Deswegen sind Sie überhaupt nach Kusari gekommen. Na dann. Tekages Basis. Ah, so Text. Himmelshauer, Scans zeigen eine große festgelegte Anlage, was auf einen bedeutenden militärischen Stützpunkt schließen ist. Himmelstor. Aha. So dann. Wir müssen zurück nach Kyoto. Ich sende Ihnen die Sprunglochkoordinaten. Tempo! Okay. Auf die Post und weg. Was war denn das für mit dem? Was war mit dem? Sind deswegen alle so seltsam bei Rheinland? Er war ja beim Kanzler. Ist er deswegen infiziert worden? Wurde er gesagt, er fühlt sich nicht gut? Gab es in den Nachrichtenbericht, dass er krank ist? Was zum? Mein Radar zeigt neue Feinde an. Okay, Leute, los geht's. Alle Eskorten, angreifen. Trent, ich brauche hier Hilfe. Wir sind unterwegs zu Ihrer Position. Bestätigt. Trent, aufpassen. Das wird ganz schön hart. Okay. Komm hier her. Mal ein paar Korb wegräumen. Okay, die Neckar. Na, du hast keine Chance, mein Lieber. Du hast ein Problem. Hinten hast du keine Verteidigung. Die Kinzig. Die hat auch ein Problem. Jetzt das gleiche Problem nämlich. Tötete ihn. Wir wissen nur wenig über sie. Sie sind eine Spezies, die von Menschenbesitz ergreifen kann und infiltrieren langsam die Kolonien. Offenbar suchen sie sich nur hochrangige Regierungsmitglieder und Militärs aus. Tekagi war einer dieser Leute. Bis heute hat keiner je einen Nomaden zu Gesicht bekommen und überlebt. Das erkläre ich Ihnen in Shugoku. Wir haben das Sprungloch erreicht. Mr. Trent, Sie bitte zuerst. Ein Nomade? Was ist das denn für ein Vieh?
Wie können wir den vermenschten Besitz ergreifen? Ich will mal ein bisschen ins Chaos erklären, was sie verursachen. Aha. Fürster Kera, was geht hier vor? Wie starb Ozu? Seit wann wissen Sie schon über diese Nomaden Bescheid? Schon vor unserer Begegnung. Der Orden wurde gegründet, um uns vor den Nomaden zu schützen. Vor 2 Monaten erforschte eine Rheinland-Expedition einen unbekannten Planeten und fand etwas. Kurz danach wurden Schlüsselpositionen der Rheinland-Regierung umbesetzt und die Politik von Rheinland wurde aggressiver. Wir glauben, die Nomaden wollten die Liberty-Regierung infiltrieren, als Admiral Schulzki zu Besuch nach Manhattan kam. Das mussten wir um jeden Preis verhindern. Darum zerstörten wir die Donau. Aha. Das ist also der Hintergrund. Wir können später mehr darüber reden. Wir nähern uns Kyoto. Hier, Fürst Takera, wir sind im Anflug. Wir erwarten Sie schon seit einiger Zeit, Fürst Takera. Was für Neuigkeiten haben Sie? Unsere Mission war erfolgreich. Wir haben den Proteusband und Fürst Hikagi ist tot. Aber der Preis dafür war hoch. Lieutenant Ozu gab sein Leben. Verstanden. Lang leben die Drachen. Sein Opfer war nicht umsonst. Sie haben Landeerlaubnis. Aber dem Angriff ist ja nicht nur er da umgekommen. Andere haben ja noch draußen gekämpft gegen Tekagis Streitkräfte. Puh. Okay. Bestätigt. Anflugerlaubnis zum Dock erteilt. Sie dürfen jetzt zum Dock 2. So sieht's aus, ey. Aber das hängt alles mit diesen Rheinländern zusammen, die da Artefakte gefunden haben. Haben wir ja schon mal am Anfang des Spiels zum Richter gehört. Wo wir noch sagten, ja, wir hätten das finden sollen. Zum Glück nicht, ja? Wie kann man das nicht gefunden? Für das Geschäft unseres Lebens. Zum Glück nicht. Hätten wir teuer bezahlt. Ich weiß, es klingt unglaublich, Mr. Trent, aber Rheinland ist hierbei nicht unser einziger Feind. Es werden mehr Opfer gebracht, als Sie je in den Nachrichten hören werden. Männer wie Ozu sterben jeden Tag. Wie kann sie das nur so kalt lassen, dass er einfach so getötet wurde? Er kannte das Risiko. Ich nicht. Warum hat mir das niemand gesagt? Was? Dass uns Aliens angreifen, von denen wir keine Ahnung haben? Dass wir schließlich etwas begegnet sind, das mächtiger als unsere Überheblichkeit ist? Hm? Was hätte das genützt? Deshalb wurde der Orden gegründet, für den Frieden, für den wir kämpfen. Deshalb war es so wichtig, dass Sie und der tapfere Ozu dieses Ding unbedingt bekommen. Weil es für die Nomaden so wichtig ist. Ach. Jetzt wissen Sie es. Fühlen Sie sich dadurch besser, Freelancer. Da fühlen wir uns dadurch besser? Die Frage, ja, keine Ahnung. Einer gibt es Erfolg, das freut mich doch. Yuzuni in der Bar treffen. Das machen wir entsprechend dann nicht. Das ist Reparatur. Was haben wir denn? Haben wir ein bisschen erlitten, oder? Aber wir haben das nur als Hilfe erreicht. Ja, leider hilft uns das jetzt gar nicht, da wir keine Möglichkeit haben. da wir im Grunde jetzt keine Möglichkeit haben. Reparatur abgeschlossen. Waffen zu kaufen, da wir auf dem Schiff keine besten Waffen kriegen. Großkampfschiffe von Rheinland haben offenbar ein paar Schwachstellen. Sind zwar gut bewaffnet, aber haben nicht überall Bewaffnung. Gegenmaßnahmenwerfer, na, wer hat das Ding, wer braucht den denn? Raketen, Minen, das Übliche also. Und eine Subdüse gibt es auch noch und jede Menge Waren haben wir auch dabei. Dann sind wir hier, Stufe 17. Tomai Asari. Antreibstoff. Und Schrott. So. Dann die Bar gehen wir beim nächsten Mal. Einmal gibt es natürlich hier ein paar andere Texte.
Oh, das war hier. So, Juni war verärgert über unsere Abreise, aber ihre Stimme hat sich etwas anders angehört. Sie klang irgendwie enttäuscht. Jedenfalls ist der Einsatz nun in Osus Händen. Er ist seit langem der Erste, dem ich zutraue, dass er es nicht vermasselt. Auf dem Weg sollen wir mehrere Blutdrachengeschwader treffen. Das beunruhigt mich. Nur wenige von denen könnten eine ganze Flotte erledigen. Was für eine Verteidigung ist das, gegen die man mehrere Geschwader von Blutdrachen braucht? Naja, ein Schlachtschiff. Übrigens, wenn man da versucht, den Kampf so die zu unterstützen, quasi alles zu zerstören, ist man Game Over, weil man nicht das macht, was man machen soll. Das ist ein bisschen, in meinen Augen, zu restriktiv im Spiel. Man muss jetzt diese riskante Variante nehmen, von wegen Schildgeneratoren angreifen, schnellstmöglich zerstören, sonst, dann sagt das Spiel, ja, du hast es nicht gemacht und musst neu laden. Ist ein bisschen schade, weil in meinen Augen, wie gesagt, ist dann zu restriktiv. Teilweise, wie man die Missionen spielt, hat man damals bei Liberty auch schon, als wir Liberty geflüchtet sind. Man kann halt nicht gegen die ganzen Schiffe da halt kämpfen. Man muss halt verschwinden, auch wenn man kämpfen will und sich damit die Lage vereinfacht im Grunde. Aber ja, das ist ein bisschen schade in meinen Augen, dass die Mission da nicht so ein bisschen dieses freie Spiel, was ja sonst halt so groß geschrieben wird, da die Missionen so linear sind. Ja. Deswegen mussten wir da halt so kämpfen. Ich würde mal woanders spielen. Ich würde mal vor als Verteidigung nach und nach so ausdünnen, diese Großkampfschiffe zerstören, damit wir da einfacher drankommen an die Schildgeneratoren. Darf man nicht. Die Dinge spitzen sich zu. Tekagis Männer sind mindestens so gut wie die Blutdrachen und sie haben auch so viele Männer. Kein Wunder, dass Oso sich mit so vielen Geschwadern zusammengetan hat. Er musste die Energiegeneratoren des Schildes deaktivieren, um in dieses Ding zu gelangen. Soweit ich weiß, war es eines der Wunder von Kusari. Jetzt ist es eine Festung. Was war das denn? Es hat Oso einfach kalt gemacht. Dies sollte doch nur ein kleiner Einsatz werden. Und dann das. Super, da bin ich den ganzen Weg hierher gekommen, nur um Oso sterben zu sehen. Ohne den Fürsten Hakira hätte es mich auch erwischt. Wie hat er überhaupt das Schiff hier hereinbekommen? Keine Zeit, den Kopf hängen zu lassen. Wir müssen hier raus, solange wir noch können. Oso, Sensei, Sayonara. Wir haben uns mit Juni getroffen. Da kamen unsere Rheinländer in die Quere. Die geben wohl nie auf. Einige Augenblicke und Torpedo später war es dann vorbei. Man hat gemerkt, dass Juni sehr traurig über Osus Tod ist. Man hört es in ihrer Stimme an. Ich wette, dass zwischen den beiden etwas lief. Hakera und die verbliebenen Blutdrachen bringen uns zurück nach Kyoto, damit wir uns neu formieren können. Das ist alles zu viel, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Bei der Landung wurde ich Hakera gegenüber fast ausfallend. Es sind so viele gestorben und es scheint, als würden uns diese Rallener ewig verfolgen. Das habe ich nicht erwartet, als ich Juni das erste Mal auf Manhattan traf. Ich wollte doch nur schnell Geld verdienen und die Galaxis erforschen. Jetzt bin ich schon der reinste Freiheitskämpfer. Ich wünschte, Freihafen 7 wäre wieder da und Lonigan hätte mich soeben bezahlt. Es scheint aber überall Krieg auszubrechen. Und wenn ich nicht hier wäre, wäre es woanders garantiert genauso schlimm. Ich erledige besser ein paar Einsätze und fülle meine Taschen. Es geht hier doch alles den Bach runter. Ja, lieber nochmal reich werden, bevor die Welt untergeht. Ja, wenn man so sterben, dann immer reich und ohne finanzielle Sorgen. Ja. Quasi auch der letzte Punkt im Spiel, wo man jetzt sagen kann, dass man noch Missionen macht. Ja, ab jetzt wird das Spiel auch linear. Also, wenn man jetzt hier in eine Bar gehen und die Mission annehmen, wird das Spiel halt linear. Deswegen habe ich ja gesagt, beim letzten Mal war es schon die letzte Freelancer-Phase vom Spiel. Wieder nach wie vor noch die Frage, ihr könnt immer noch Anregungen schreiben in den Kommentaren oder meinetwegen noch im Community-Tab gab es mal einen Beitrag dazu, länger her, was ich nach der Story noch zeigen soll, wenn ihr was sehen wollt. Könnt ihr immer noch schreiben, bin immer noch offen dafür, ansonsten ja, gibt es halt nichts und wir machen dann irgendwie mal Mods dann mit neuer Story. Ich habe so mittlerweile so ein paar gefunden.
Unter anderem eine, was quasi so ganz linear ist und dann noch was so auch noch hier aufsetzt. Aber ja, das ist ein Thema für andere Let's Play. Irgendwann mal machen wir das ja noch weiter. Und da sind wir in dieser Folge am Ende angekommen. Beiden also ab. Haben uns das verdient. Und ja, sind am Ende angekommen, wie gesagt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Denkt wie immer an die Videobeschreibung für alle wichtigen Links. Denkt an Kommentare und Bewertungen. Und auch an das Follow, damit ihr kein Video mehr verpasst und wisst, wann euch die Sache geht. Und ich sage danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.